Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Bus und Bahn 1997. Und heute Morgen ist es mir aufgefallen, dass man, wenn man mit einem Kind unterwegs ist, dass man mit dem Fernverkehrstarif günstiger fährt als mit dem Regionaltarif. Schade, den Fixhelm wollten wir einmal so filmen. Wiederhole Information zur Einfahrt Level X. Fixhelm nach Hamburg. 930 nach Hamburg Altenau. Warten wir kurz. Und ja, ich zeige euch mal schon die Verbindung von Duisburg nach Köln. Zum Beispiel, das ist eine der so wichtigen Routen hier. IP Wono hin, zweite Klasse, alle Subtypen. Um euch das zu zeigen, wir wollen mit einem Kind fahren. Hier steht auch, Kinder 6 bis 14 Jahre kostenlos. Das heißt, es sollte nichts dazu kosten. Keine Bahncard vorhanden. Schau mir. ICE 25,50 Euro, RE 26,40 Euro. Ich frage mich, warum der ICE günstiger ist als der Regionaltarif. Denn der NRW-Tarif ist nichts anderes als der DB-C-Tarif plus City-Zuschlag. Und dann. Nicht so liegen. Und wir sehen weiter mit dem Video. Und, so, und mit dem IC ist das sogar so 18,50 Euro. Kostet nur 18,50 Euro. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist oder der Mehrtarif ist nichts. Ich stehe auch, dass das Kinder gratis sind. Das heißt, wenn wir ein Kind wegnehmen, dass wir nur alleine fahren wollen, mit heißen Kinder 0, dann kostet das nur 17,60 Euro. Das heißt, das ist nicht so eine Irreführung. Okay, Kinder, ja, schön. Bitte. Hier beim RE ist es auf einmal günstiger geworden. Und beim IC wurde bei den 18,50 Euro. Das heißt, ich möchte. Oder vielleicht ist das anders als im. Schauen wir zum Beispiel in anderen Landesteilen. Zum Beispiel von Hannover nach Göttingen. Hannover, Hauptbahnhof nach Göttingen. Zum Beispiel Göttingen. Ist eine beliebte Strecke von der Landeshauptstadt nach Südniedersachsen. Ich glaube, ich werde mit einem Erwachsenen, mit einem Kind, schlägt er mir ausschließlich ICE-Verbindung vor. Eine Verbindung ICE dauert nur 34 Minuten. Wo ist der Metronom? Ist der Erik? Wir müssen den ICE abwählen. Die EE dauert da rund eine halbe Stunde länger. 24,30 Euro. Für einen Erwachsenen und ein Kind. Das ist das Niedersachsen-Ticket. So. Also 24 Euro. 24,30 Euro kostet der Flexpreis. Mit dem Flexpreis genießt man diese so, hat man Anspruch auf die so Fahrgastrechte, zum Beispiel, dass man mir einen Fernsehgang nutzen darf und so weiter. So, haben wir 24 Euro irgendwas. Dann nehmen wir das Kind. Warten wir. Kostet nur 24,30 Euro. Spanisch? Arabisch, Kurdisch. Ich möchte dick. Oh, no. Danke bis jetzt.
Kind im Gefäbe. Mal schauen, wie das hier bei Baden-Mittelberg aussieht. Hier von Mannheim nach Karlsruhe. Kein Problem. Brauchen Sie von. Das ist schreiben. Ein Erwachsener kostet 10,80 €. Wenn mein Kind das so nehmen. Kind. Gehen wir echt nicht mehr, ob er bei 18 € bleibt. Ah, wir haben. Warte. Hä? 10,80 €? Keine Bank hat. 10,80 €, Motor Gottes ohne Kind. Oder habe ich das mit 18 € falschen Kopf gehabt? Eben 10,80 €. Baby Normalpreis. Das heißt, sieht eigentlich aus bei den Landestarif. In Schleswig-Holstein. Schau mal, von Kiel nach Flensburg. 1 Flensburg kann er mir gar nicht anbieten, weil das ein Verbundtarif ist. SH-Tarif ist ein Verbundtarif. Das heißt, nur beim NRW-Tarif ist das Kind nicht in Gefühl, oder bei allen anderen Tarifen schon. Ich weiß nicht wie. Und das war's auch schon mit dem Video hier. Hoffentlich.